So, dann werde ich mich erstmal ein wenig schlafen legen, nachdem ich. Okay, der ist nett. Ach, jetzt habe ich wieder Mana verschwendet, egal. Ich muss ja eh erstmal rasten. Ach, hier ist gar kein Rastplatz. Ist ja doof. Hier ist ein Lagerfeuer. Da kann ich mir etwas brutzeln. Ginsengsuppe. Oh, Pumpkin Muffins. Seit wann kann ich die denn machen? Ist ja mal cool. Was bringen die mir? 100 XP. Ja, dann hier mal richtig schön aus dem Vollen würde ich sagen. Erstmal die ganzen Pumpkins, die ich dabei habe, hier in Pumpkin Muffins umwandeln. Zum Glück habe ich kein Tragelimit. Also das hätte ich ja wahrscheinlich sowieso schon ausgelastet, wenn ich mir jetzt vorstelle, im Real Life mit 50 Kürbissen in der Tasche rumzulaufen. Das ist schon eine Leistung. Wieso heißt das eigentlich Pumpkin Muffin plus 5? Ist das irgendein toller Pumpkin Muffin oder was? So, das reicht erstmal, es wird uns zu langweilig. Kann ich jetzt noch irgendwas machen? Wahrscheinlich habe ich diese neuen Rezepte mit dem Levelaufstieg bekommen, oder? Waffen. Brauche ich einen Amboss? Silver Cube. Used Wood Wand? Habe ich ja schon. Ach ne, der Used Wood Wand ist noch besser. Der erhöht das Tempo, aber weniger Crit. Dafür brauche ich Holz. Ach, dafür brauche ich das Holz. Genau, ist ja klar. Für einen Holzstab braucht man Holz. Klingt logisch. Ja, da ich hier nicht schlafen kann, werde ich mal wieder Blümchen sammeln. Und da vorne, mal hoffentlich komme ich auf der anderen Seite wieder irgendwo raus. Ich glaube, drei Blöcke kann ich hochhüpfen, ne? Ja. So, nehmen wir die Spinnweb noch mit. So, jetzt müsste ich aber auch genug haben. Nur das Problem ist, die Stadt war ja ein Stück weg, oder? Da ist ein Schloss. Jo, die Stadt ist ganz schön weit weg jetzt. Jetzt bin ich hier in so einem Flusstal. Was ist das da oben? Ach, das sind noch Berge. Der Rest ist noch nicht erforscht. Sind hier irgendwo Häuser in Sicht? Vielleicht ist ja die nächste Stadt nicht weit. Achso, mit der mittleren Maustaste ging das. Da ist ein Schloss. Da ist die Stadt. Ist ganz schön weit weg. Auch schon das Warmi Castle, Anlan Castle. Wahrscheinlich soll das Rote hier bedeuten, die rote Schrift, dass sie feindselig sind, oder? Oder? Oh. Und es dämmert, oder? Tatsächlich. Sieht bald so aus. Krass. Heißt das, sie wird bald Nacht, oder was? Puh. Himmels wahrscheinlich einfach noch mehr Monstern als jetzt schon. Also vermute ich mal. Das dauert aber lange dann, so ein Tageszyklus, oder? Weil ich bin doch jetzt hier schon seit 1,5 Stunden unterwegs im Spiel. Und wenn erst nach so einer langen Spielzeit plötzlich, es Nacht wird, möchte ich nicht wissen, ob die Nacht da nicht auch eine Stunde dauert. Das wäre blöd. Schiff, wow. Die ist aber stark. Dabei ist sie nur gelb und nicht rot. Lässt sich auch nicht so beeindrucken von meinem Zauberschlag. Jetzt hier hau mal ab. Ach, jetzt habe ich auf Q auf einmal diese Suppe hier. Scheibenkleister. Ich hatte sie fast gehabt. Na toll. Ja, jetzt kann ich wenigstens hier den schönen Sonnenuntergang genießen. Das ist doch auch mal was wert. Da vorne läuft noch ein Vieh rum. Ich glaube, ich werde jetzt auch noch mal bis zum Levelaufstieg machen und dann erstmal pausieren. Das sind jetzt nur noch 33 XP, die ich brauche. Wow. Jetzt mischt der sich da noch ein. Wow. Ach, der ist gar nicht so stark, wie er aussieht. Gibt auch nur ein XP, aber der hat bestimmt was Tolles dabei, nämlich Kupfermünzen. Joa. Und der Zwiebeltyp, der hatte hier noch Zwiebelringe, genau. Was soll Zwiebeltypen so dabei sich haben? Yeah. Kann ich eigentlich irgendwie eine Rolle machen oder so zum Ausweichen? Nee.
Huch. Was war das? So. Das ist ja gar kein Zwiebelring, sondern eine Zwiebelscheibe. Nicht, dass jetzt ein großer Unterschied wäre, aber... Aber die Sonne scheint wirklich unterzugehen. Der Himmel verfärbt sich immer bunter. Oh, jetzt kann ich mich endlich mal wieder ausruhen hier. Huch. Schläft ja mit dem Kopf nach unten da. Stickst du ja. Da vorne ist wieder ein Oger, sehe ich. Das ist auch nicht so gesund. Ja. Was mache ich denn jetzt hier? Es wird wirklich Nacht. Wo sind wir denn jetzt? Mal gucken. Wir sind hier immer noch im Flusstal. Da oben ist ein Haus, oder? Sieht so... Nee, ist das ein Haus? Nee. So eine Felsformation. Da läuft irgendwer rum. So eine weitere Stadt wäre mal ganz cool. Oder ich muss zur ersten zurücklatschen, aber die ist halt verdammt weit weg. Weil inzwischen habe ich ja doch so ein paar Sachen eingesammelt und könnte mir zumindest diese Chestplate da craften. Hier ist noch ein bisschen Baumwolle. Oder ich mache es wirklich so und laufe zur Stadt zurück. Weil bis ich da bin, werde ich ja wahrscheinlich nochmal einigen Dutzend Monstern begegnen und mache ich eigentlich. Ich glaube, ich mache das ja. Weil ich weiß nicht, wann ich zur nächsten Stadt komme. Das könnte ja wirklich noch eine Weile dauern. Hier auf der Map sehe ich jetzt jedenfalls keine Häuser, die darauf hindeuten, dass da irgendwo in der Nähe die nächste Stadt lauert. Ja, dann werde ich zurückgehen. In welcher Richtung ist die Stadt? Die Stadt ist in Richtung Nordosten. Das heißt, ich muss immer nur mich nach Nordosten halten. Ich kann da zwischendrin auch mal wieder gucken. Also die Map ist schon sehr praktisch. Bei Minecraft gibt es ja auch Maps, aber das ist ja nun nicht offiziell. Und vor allem sind die auch nicht so umfassend, dass man die ganze Welt sieht auf einmal. Das wäre schon geil, wenn es in Minecraft ginge. Oh, der Busch hier droppt keine Pflanzenfasern, sondern mal Holz. Das ist auch mal cool. So, halten wir uns weiter nach... Oh, scheiße, nach Nordosten, nicht nach Südosten. Ja, jetzt kommen auch die Sterne raus. Sehr romantisch. Hier ist noch ein bisschen Baumwolle. Nehmen wir gleich mal mit. Solange sie nicht ins Wasser fällt. Vorne ist noch mehr Baumwolle. Vorne sind irgendwelche Viecher. Sind das Wölfe oder Bären? Sieht komisch aus. Jetzt ist die Sonne ganz weg. Sieht man auch die Schatten nicht mehr. Das sind Bark Beetles. Okay, die sind mir ein bisschen zu stark. Nein, 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 nein. Haut ab, haut ab, haut ab, haut ab, haut ab. Lasst mich in Ruhe, lasst mich in Ruhe. Tun sie aber nicht. Das ist nicht nett. Verfolgen mich immer noch. Ich höre sie zumindest. Jetzt höre ich sie nicht mehr. Ah, sie haben von mir abgelassen. Das ist gut. Dann ernten wir noch diese Baumwolle. Ich frage mich, ob es dann ganz dunkel wird in der Nacht. Oder nur dämmert. Oh, da oben ist irgendwie ein Kampf. Aber bevor ich diesem Kampf beiwohne, werde ich erstmal selber wieder ein bisschen was essen. Nochmal. Ich höre ein Echo, da hält sich offenbar noch jemand. Wahrscheinlich die Leutchen, die gerade gekämpft haben, gegen was auch immer. Nehmen die eigentlich den Loot mit, wenn sie kämpfen? Wo sind sie überhaupt hin? Ich sehe nichts. Wow. Bin ich überhaupt noch in der richtigen Richtung unterwegs? Also ich latsche jetzt zwar immer so gegen... Beiter, okay. Beißer, sind das nicht hier Zombies? So bei Walking Dead? Die Beißer? Gucken wir nochmal auf der Map. Oh, ich bin aber schon recht
Also in der richtigen Richtung auf jeden Fall. Jetzt muss ich mich nach eher nach Norden als nach Osten halten. Ist echt praktisch, diese Map. Also das hat schon was. Ich habe schon den halben Weg geschafft zur Stadt. So weit ist sie dann doch nicht weg. Da vorne ist noch ein Busch, den nehmen wir natürlich auf jeden Fall mit, auch wenn er schwebt. Aber egal. Ich bremse auch für Schwebebüsche. Aber ich baue noch ein paar Viecher. Ich wollte ja noch Level 3 werden. Das sind Viecher. Oh, die sind ein bisschen stark. Obwohl, ich könnte die natürlich versuchen, hier von dem Baum aus hier zu bearbeiten. Aber so weit komme ich leider nicht. Die sind zu weit weg. Spinnenweben. Auch immer gern gesehen. So. Weiter nach Norden. Wie viel brauche ich denn jetzt noch an XP? 28. Ja, da müssen noch irgendwelche kleineren Viecher hier so sein, jetzt, die man mal ein bisschen plätten könnte. Und im Unterholz wird es natürlich entsprechend dunkel. Aber ich habe ja Licht dabei. Oh, da vorne ist wieder ein Viech. Das ist friedlich. Oder ist das unfriedlich? Ich glaube, hier war ich auch schon, oder? Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ein Zwerg. Hallo Zwerg. Ja, du magst meinen Namen. Das freut mich. Ach, das waren diese Bug Beetles. Ne, die sind mir zu stark. Die will ich nicht. Hallo, ich will hier raus. Brav. So, weiter nach Norden, würde ich sagen. Stimmt das überhaupt noch? Ja. Verfolgen die mich jetzt? Nee, das sind. Ach, das sind Hexen. Das sind aber freundliche Hexen. Hallo. Ja, die haben viel zu sagen, offenbar. Aber sie folgen mir. Sie schwimmen hinter mir her. Hier ist noch ein Lager. Kann ich da die Nacht überspringen? Wahrscheinlich nicht. So, wow, jetzt ein Skullbull. Skullbull ist zu stark. Sind hier keine kleineren Viecher? Ich brauche kleinere Viecher, die mal so ein bisschen so 3, 4 XP geben oder so. Das ist das nächste Lagerfeuer. Wieso ist hier auf einmal alles voller Lagerfeuer? Ich habe am Anfang überhaupt keine gefunden und hier sind dann 100 Meter welche. Oder spawnen dann nachts zusätzliche Lagerfeuer? Wo, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Nein. Wäre etwas seltsam. Da vorne schwimmen das Kühe. Das sind Kühe, ja. Kühe sind gefundenes Fressen. Weil sie nicht zu stark sind. Im Vergleich mit diesem Skullbolt vor allem. Was sind das für Viecher? Maul. Maul ist gut. Maul ist auch nicht so stark. Ein XP, wie langweilig. Egal, besser als nix. Da gab 2 XP. Wunderbar. Das heißt, ich brauche noch 25 bis zum Levelaufstieg. Wo sind die Kühe hin? Sind das überhaupt Kühe? Ja, sind es. XP. Dafür, dass sie so schwach sind, ist das reichlich. Okay, das muss ich mir merken. Kühe geben viel XP. Sind das noch mehr Kühe da hinten? Weiß ich gar nicht. Wer kämpft dagegen wen? Zwerge. Übermäßig stark. Geben da auch mal ein XP. Aber ein bisschen Kohle. Der hatte noch irgendwas anderes dabei. Muss ich nochmal gucken, was das war. So, weiter nach Norden, würde ich sagen. Ach, das sind Bienenviecher. Ne, die sind mir zu stark, glaube ich. Jetzt habe ich 88. Ja, ich glaube, bis ich zur Stadt komme, werde ich es noch schaffen. Ist ja nicht mehr so weit, glaube ich.
Oh, ich bin ein bisschen in die falsche Richtung gegangen. Jetzt muss ich wieder nach Nordosten. Also über den Fluss rüber muss ich. Das ist kein Problem. Oder muss ich über den Fluss rüber überhaupt? Doch, muss ich. Ja. Über den Fluss rüber, dann auf den Berg da oben und dann sollte ich da eigentlich hinkommen in die Stadt. So, dann hüpfen wir mal hier rüber. Hüpfen wir mal rüber hier. Und dann gehen wir auf der anderen Seite wieder raus. So, da vorne ist wieder Baumwolle. Die nehmen wir natürlich auch noch mit, wenn wir hier schon mal welche rumstehen haben. Ich frage mich, ob die Sachen in der Landschaft nachwachsen irgendwie zufällig. Nicht, dass ich irgendwann in der Nähe der Stadt alles abgegrast habe und es überhaupt keinen Spaß mehr macht. Aber es wird ja sicher auch noch andere Städte geben. Die Welt ist ja unendlich groß, also von daher. Was ist das hier? Ginseng wieder. Ginseng. So, nach Nordosten musste ich. Da vorne läuft irgendwas rum. Was läuft da rum? Fliegen. Oh, die sind aber stark. Relativ. Also ich meine, dafür, dass es Fliegen sind, sind sie stark, aber im Vergleich mit anderen Viechern natürlich nicht. 2 XP. Haben die was dabei noch? Nein. Aber da waren ja noch mehr von den Kollegas. Ich muss erstmal noch was zu mir nehmen wieder hier. Es sind noch 4 Fliegen, wenn ich es richtig gesehen habe. Ein XP. Mir fehlen noch 4 XP bis zum Levelaufstieg. Vielleicht kriege ich die ja, wenn jetzt hier noch ein paar Fliegen mit bei sind, die 2 XP geben. Oh, die ist aber sehr schwach. Die gibt bestimmt, wenn überhaupt, nur 1 XP. Ja, war klar. So, das war noch eine gewesen, oder? Hier war da noch eine. Ach da. Die ist wieder etwas stärker. Die gibt garantiert wieder 2 XP. Aber mir fehlt immer noch ein XP für den Levelaufstieg. Das ist jetzt ein wenig doof. Da ist noch eine. Noch eine. Zwei sogar. Jawohl! Levelaufstieg. Juhu. 3 XP. Das war eine etwas stärkere Fliege, glaube ich. Ich höre Wölfe. Das Heulen der Wölfe. So, aber ich komme der Stadt näher. Immer noch nach Nordosten. Theoretisch müsste ich sie bald sehen. Ich frage mich, ob ich in der Stadt irgendwie die Nacht überspringen kann oder so. Beziehungsweise, ob die Nacht überhaupt irgendwas ausmacht, außer dass es dunkel wird. Also ich habe bisher noch nicht gesehen, dass jetzt hier andere Viecher gespawnt sind als bei Tage. Aber es dämmert ja auch noch. Ist ja noch nicht finsterste Nacht. Ist das wieder eine Fliege? Ne, ist eine Bumblebee. Hallo Bumblebee. Wirkt recht stark, die Bumblebee. Hat die was dabei noch, die Bumblebee? Ich muss mal kurz gucken, wie. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie lange ich überhaupt schon spiele hier. Eine knappe Stunde. Okay, ich würde sagen. Hallo? Hallo? Hallo, Spiel? Nicht abstürzen. Scheiße. Spiel ist abgestürzt. Juhu. War gut. Aufnahmepause.